Alle Spuren und Proben versiegeln und dann ab ins Labor. Mehrere Schüsse wurden abgefeuert. Ja, die Techs kämmen jetzt hier alles durch. Zentrale, diese Leitung ist nicht sicher. Schalte um auf kodierte Verbindung. Was geht hier vor? Das sieht doch nicht so lauschig aus, ne? Der Tatort ist abgesperrt. Treten Sie bitte zurück, Sir. Abgesperrt? Warum? Jemand hat versucht, Ihre Freundin zu töten, Commander Shepard. Danke, Officer. Ihre Leute können gehen. Das können Sie nicht machen. Ist bereits geschehen. Tela Vassir, Special Tactics und Recon. Ein Spectre? Ich habe gehört, Ihr Status wurde reaktiviert. Gut. Sie sind einer unserer berühmtesten Agenten. Vielleicht lasse ich mir von Ihnen ein Autogramm auf meine Brustplatte geben. Ich nehme an, Sie hatten heute Abend etwas mit Ihrer Freundin zu besprechen, Commander. Liara ging einem Hinweis auf den Shadow Broker nach. Den Shadow Broker? Ein gefährlicher Feind. Was sind die Fakten bis jetzt? Vor etwa 25 Minuten hat jemand auf Tissoni geschossen. Man beachte die Einschusslöcher. Sie war danach noch etwa 4 Minuten hier und verließ dann das Gebäude. Sie muss etwas Wichtiges erledigt haben. Wenn Liara nicht hier ist, wo ist sie dann? Wenn ich das wüsste, würde ich ihren Kram nicht durchsuchen. Es gibt kein Blut, keine Leiche. Sieht aus, als wäre Tissoni entkommen. Der Scharfschütze hatte nicht mit ihrer kinetischen Barriere gerechnet. Cleveres Mädchen. Paranoid, aber clever. Hat die Polizei bei ihrer Ankunft irgendwas gefunden? Nur die Unordnung. Und ich habe ihnen einen goldenen Stern verliehen, weil sie die Einschusslöcher gefunden haben. Ein Bienchen ins Muttiheft. Liara hat mich erwartet. Sie muss eine Nachricht hinterlassen haben. Ihr Büro war nicht sicher. Das überrascht mich nicht. Ilium ist wie Omega. Nur die Schuhe sind teurer. Ich habe noch nichts gefunden, um sie ausfindig zu machen. Sie kennt Tissoni besser als ich. Wo könnte sie ihre Backups versteckt haben? Ich sehe mich mal um. Gut, aus dem lauschigen Wiedersehen mit Liara in ihrem Apartment wird dann wohl nichts. Wir müssen uns wohl eher hier auf die Suche begeben nach Informationen, wo sie jetzt sein könnte. Ein Teil meiner alten Panzerung. Da hat sie jemand aber nicht besonders gemocht. Nee, könnte man so sagen. Keine Sorge, Commander, wir finden sie. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, dass hier ein Spectre anwesend ist, um das Ganze zu untersuchen. Eine Promotionsurkunde der Universität von Ceres auf Tessia. Sie macht wirklich das Beste aus ihrer Ausbildung. Okay, haben wir denn vielleicht auch irgendwas, das von Interesse sein könnte? Das Gewehr war mit Sicherheit kein Standardmodell. Die kinetische Barriere hat die Schüsse abgewehrt. Aber sie konnten das Glas dennoch durchdringen. Ja, super. Das ist nicht die Heimatwelt der Asari. Ich bin nicht sicher, welcher Planet das ist. Es ist Ilos. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie proteanisches Zeug, also wird es wohl Ilos sein. Ich finde übrigens sehr merkwürdig, Ilos wurde im ersten Teil noch Ilos ausgesprochen. Und hier wird es Ilos ausgesprochen, während alles andere im ersten Teil ziemlich deutsch ausgesprochen wurde und jetzt ziemlich englisch. Also irgendwie hat sich das ein bisschen umgekehrt da. So, was haben wir denn noch hier für Bilder? Ach, hier. Das schauen wir uns gleich an. Ich schaue erstmal kurz, sonst ist nichts mehr da. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Die Normandy. Das Bild hat sich bei ihrer Berührung verändert. Es ist auf ihre ID eingestellt. Was zeigt es jetzt? Eine proteanische Ausgrabungsstätte. Liara hat eine Nachricht hinterlassen. Es gibt einige proteanisch aussehende Objekte in dem Apartment. Dann wollen wir doch mal sehen. Okay, also die proteanischen Relikte überprüfen. Diese Dinger müssen ein Vermögen wert sein. Vermutlich schon. Nur können die meisten damit gar nichts anfangen. Während Liara, genau wie Shepard, durchaus was darüber wusste. Weil sie beide den Dechiffrierer geteilt haben. Was hier? Ich hab hier was. Backup-Disk. Versuchen wir es auf Ihrem Terminal. Sie hat anscheinend einen Anruf aufgezeichnet. Was haben Sie für mich, Sekat? Es war schwierig, aber Sie haben den Besten engagiert. Ich kann es auf einen Cluster eingrenzen.
Vielleicht sogar auf ein System. Bis wann haben Sie es? Dürfte nicht lange dauern. Kommen Sie in mein Büro. Barrier Frontiers, im Dracon Handelszentrum. Ich muss allerdings sagen, Tisoni, Sie machen mich ein wenig nervös. Wie viel Ärger kann ich durch das alles kriegen? Ganz ruhig, Sikat. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Es muss wichtig sein. Die Männer des Shadow Broker haben bereits einmal versucht, sie umzubringen. Ich weiß, wo das Dracon Handelszentrum ist. Mein Wagen steht draußen. Dann los. Let's ride. Die Büros von Barrier Frontiers sind im dritten Stock. Ich höre keine Funksprüche der Polizei. Wir haben die Party wohl verpasst. Liara ist da drin! Runter! Ich glaube, die Party ist noch im vollen Gange. Sie haben drei Stockwerke gesprengt, um ihren Tod sicherzustellen. Ich nehme das Skycar und schotte das Gebäude nach oben ab. Ich fange hier unten an und arbeite mich nach oben durch. Lassen Sie mir ein paar übrig. Na toll, auf ins Handelszentrum. Da müssen wir wohl erstmal schauen, ob wir da noch irgendjemanden rausflicken können. Was ist passiert? Ich weiß nicht, ich würde sagen, eine Explosion vielleicht. War es eine Bombe? Was ist passiert? Wer sind Sie? Was geht hier vor? Okay, los geht's. Wir rechnen mit Widerstand. Und ich glaube, das wird wohl berechtigt sein. Notstrom aktiviert. Aber wir schauen uns erstmal kurz hier im Erdgeschoss noch um, solange noch die Möglichkeit besteht. Vasir, die Fahrstühle sind außer Betrieb und das Sicherheitssystem des Gebäudes auch. Kein Alarm, keine Polizei. Sehr professionell. Dient der Industrie seit über 120 Jahren. Super, ja toll. Sehr professionell, das freut mich aber sehr. Wo hänge ich denn schon wieder fest hier? Okay, da ist nichts mehr. Ein Angestellter von Barrier Frontiers ist wohl mitten in die Explosion geraten. Ich würde nicht darauf wetten, dass Tisonis Informant das überlebt hat. Ich finde, er sieht eher aus, als ob er einen Kopfschuss erlitten hat, ehrlich gesagt. Naja, was ist? So, schauen wir mal. Irgendwo werden da bestimmt auch schon die ersten Gegner kommen. Kamen aus dem Rauch. Haben die Bomben gelegt. Alle umgebracht. Ach, der ist das hier. Ich habe mich gerade schon gefragt, wer redet denn eigentlich? Habe hier ein Todesopfer. Offensichtlich Schusswunden. Seien Sie vorsichtig, Vasir. Die hatten militärische Ausrüstung. Schusswunden? Dann war das wohl mehr als nur eine Explosion. Nein! Tatsächlich! Ach, hier drüben ist zu, okay. Wer hätte das nur gedacht, dass es nur, nur eine Explosion... Den hat's aber zermatscht. Dass es mehr als nur eine Explosion war, wollte ich sagen. Okay, wo ist der Ausgang? Ach hier, die Treppe hoch wahrscheinlich. Nehmen wir doch einfach mal die. So, erstmal noch ein bisschen Geld eingesackt. Grün und lila, das nicht. Das hier sieht gut aus. Und das haben wir bestimmt auch noch irgendwo. Okay, erstmal nach links, damit ich hier die ganze ausreichen kann. Und da ist es doch schon. Wunderbar. So, hier drüben in der Ecke haben wir bestimmt noch was liegen, natürlich. Ein paar Energiezellen, auch wenn die Muni eigentlich voll ist, aber was soll's? Lass es uns mitnehmen. So, eine Bombe. Ich hoffe, die ist nicht scharf. Was hier? Ich habe einen militärischen Sprengsatz gefunden. Er ist nicht scharf. Gut. Schlampige Arbeit. So etwas benutzt man, wenn man keine Zeit zum Planen hat. Was hier? Ich bin im Büro von Barrier Frontiers. Liara hat sich erst vor ein paar Minuten eingetragen. Verstanden, Commander. Willkommen bei Barrier Frontiers. Wir führen Sie zur Grenze. Na dann. Wo, was? Waffen bereit. Habt ihr euch so gedacht, was? Ich bin festgenagelt. Söldner, ziemlich gut bewaffnet. Begrüßen Sie die Privat. Okay, na klar, ich begrüße Sie schon. Das war's für den ersten und dann bringe ich erstmal ein Stück weiter vor hier vielleicht. So. Voll durch Garrus durchgeschossen, auch super. Nee, ich bleib mal hier. Schön in die Rübe.
Jetzt wird's hell. Okay. Ach was? So, erstmal den. Natürlich kommen da noch mehr. Sogar mit Barriere. So. Das sind, wie wir schon sehen, tatsächlich die Agenten des Shadow Brokers selbst. Und nicht irgendwelche Söldner oder so, sondern das sind schon richtige Leute hier. Also richtige Gegner, meine ich. So, macht das mal. Ich guck mal kurz hier hinten derweil. Ob wir hier nicht noch irgendwas... Boah, Sauerei. Ob wir nicht noch irgendwas haben, was ich kurz mit einsacken kann, aber es sieht bald gar nicht danach aus. Nee. Nichts. Doch hier, siehst du mal. Komm rein. Ja, damit. Und weiter. So, habt ihr zwei in der Zwischenzeit hier aufgeräumt, ja? Das finde ich gut. Okay, ich gehe mal hier rechts lang, ihr bleibt hier. Schnapp sie dir, Chetika, braves Mädchen. Finde ich süß, dass Tali ihrer Drohne einen Namen gegeben hat. So, okay, ich bleib da doch mal vielleicht hier. Zumindest der ist schon mal weg. So, deine Schilde sind schon mal weg. Ach, das macht mir nichts. Ich kann auch blind schießen. Ich bin sowieso blind. Von daher macht das überhaupt keinen Unterschied. Ach, shit. Ich glaube, ich habe gerade Tali voll in den Hinterkopf geschossen. Okay. So, die werden weg. Warum kriege ich hier so viel ab eigentlich? Ist hier irgendwie einer in der Nähe, der auf mich schießt? Oder? Nee, ist bloß von da. Seltsam. Ach so, halt. So, das nehmen wir noch mit. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Können wir uns hier irgendwas Schönes anschauen? Sieht nicht so aus. Okay. Dann dringen wir mal ein Stück weiter vor. Und schauen mal, wann wir die nächsten Kämpfe provozieren. Gibt's denn hier irgendwas? Was Nein. hier? Diese beschädigten Rohre brennen. Sie blockieren die Treppe. Suchen Sie einen Schalter für die Sprinklersysteme. Gewunden. Erledigt. Jetzt müsste es gehen. Gut. Ja, lass mich mal durch, bitte kurz hier. Ich will noch kurz hier drüben schauen. Ach nee, da geht's gar nicht weiter. Oder? Nee. Das war ja gar nicht mal so schwer, die Sprengler-Systeme zu finden. Oder die Steuerung dafür. So. Sicht stören. Da sind auch schon die nächsten. Natürlich. Oh, was? Das war ja mies. So, der wäre weg. Und dann holen wir uns auch hier noch kurz. So, das war ja jetzt nicht das Problem. War's das schon wieder? Ging ja schnell. Okay, da drüben geht's bestimmt weiter. Also. Das sieht interessant aus. Sacken wir mal kurz die Forschungsdaten mit ein hier. Hallo? Warten Sie auf jemanden? Was ist das? Ist das eine Person? Man erkennt das so. Nee. Hä? Doch, das ist eine Asari, eine Tote, die den Kopf nach hinten streckt. Jetzt sehe ich das erst. Ich dachte, das ist jemand, der den Kopf hängen lässt. Also sie lässt ihn ja auch hängen, bloß halt in die andere Richtung. Das war's wohl für den Informanten. Ein paar Sekunden früher und ich hätte sie aufhalten können. Ist das Sekat? Muss es wohl. Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche?
Liara, das ist Vasir. Sie ist ein Spectre. Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Sie hatten einen harten Tag. Ich lasse das mal durchgehen. Warum senken Sie nicht Ihre Waffe? Ich habe Sie gesehen. Ich bin danach wieder zurückgekommen. Sie sind in mein Apartment eingebrochen. Sie wussten nicht, wo Liara war, weil sie die Nachricht versteckt hat. Ich musste sie für Sie finden. Danke für die Hilfe. Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte, hat sie die Männer der Shadow Broker verständigt. Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten. Sie hat Sekat gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet. Sie hat die Disk vermutlich noch bei sich. Gut geraten. Auch wenn sie nie sehen werden, was drauf ist. Rein, Blutschlampe! Zeit, einen weiteren Spectre zu töten. Kampfbereit machen. Gut, kein Problem. Ich habe da schon Erfahrungen drin. Aber nehmen wir doch erstmal die kleinen Hops. Kein Problem. Los geht's. Attacke! So, erstmal den hier vorne weg. Der ist mir ein bisschen zu nah gerade. Okay, die Barriere ist hinüber. Mal Darius. Ja, sehr schön. Der war gut. Okay, schnell weiter. Wir sollten uns beeilen, wenn wir die beiden noch kriegen wollen. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Ich komme schon. Gehen wir jetzt eigentlich nach unten oder nach oben? Wie sieht's denn aus hier? Ach, komm schon. Ja, ja, ich bin ja schon im Decken. Okay, bleiben wir mal kurz unten. Och, was? Du bist gar nicht erst wieder im Deckel, mein Freund. Und du hörst auf, mit deinen Raketen zu schießen, Alter. So. Damit hier mal Ruhe ist, ja? Was? Wo schießt der denn hin? Oh, hi. Gar nicht gesehen. Wo zieht der denn hin, Alter? So, okay. Haben wir die schon mal? Ich will nur noch mal ganz kurz schauen, ob hier hinten vielleicht irgendwas für uns ist. Ist das der Weg, den wir gekommen sind? Ach, das ist der Fahrstuhl. Okay. Das erklärt auch, warum vorhin die Party erst losging, als wir angekommen sind. Weil die Tante hier, die Spectre-Tante, auch erst mal vorbereiten musste, das Ganze. Zeit für ein bisschen Action. Verdammt! Mir geht's übrigens gut. Danke der Nachfrage. Okay, wir können bloß eine Person mitnehmen, weil wir jetzt mal ausnahmsweise Yara als Begleitung haben. Nimm mal Garrus mit. Tali bleibt in Sicherheit. Okay, auf zur Verfolgungsjagd. Jetzt machen wir das Spectre-Mädchen platt. Wird Zeit, dass wir herausfinden, wo der Shadow Broker sein Versteck hat. Und dann wird sich auch aufklären, wer der Shadow Broker eigentlich ist, wer dahinter steckt. So, mit der Leertaste boosten sie ihre Geschwindigkeit. Verdammt, ich wusste gar nicht mehr, dass man das Ding hier steuern muss. Nach rechts. Nein, Moment, links. Ich bin an ihr dran. Bin schon dabei. Nach links. Ja, ja.
Wir müssen schneller werden. Zielverlust? Willst du mich verarschen? Ach, deshalb, weil natürlich mal wieder nicht die Space-Taste, um sondern die Umschalt-Taste. Schnell, Shepard, wir verlieren. Wir fahren doch nicht in die Baustelle, oder? Oh Göttin. Ja, geht schon. Weil ich doch die Tastenbelegung geändert habe und ich dieses Ding das nicht rafft. Okay, aber wir sind dran. Kein Problem. So, ganz nah sogar. Los. Ich mach ja. Krieg mal nicht die Panik, Liara. Wir sind dran. Verkehr, Gegenverkehr. Scheißegal. Wir schaffen das schon. Wir passen gut durch. Sie setzt Distanzminen ein. Ja, ist mir egal. Hab ich gemerkt. Schön, das ist so wie so ein altes Ehepaar, so ein bisschen, ne? Der Mann am Steuer, die Frau daneben, gibt irgendwelche Kommentare. Wie ist dieses Ding bewaffnet? Es ist ein Taxi mit einem Taxameter. Truck. Ich weiß. Schön. Truck. Ich weiß. Ich sehe nichts. Könnt ihr mal bitte... schneller werden. Ja, ich sehe ja auch nichts hier. Geht doch. Ihnen macht das Spaß. Total. Ich bin gerade voll in diesen Truck reingefahren, aber macht bei nichts. Der Geschwindigkeit. Ja, sowas soll ziemlich ungesund sein. Okay, aber wir bleiben dran. Ui! Schon wieder? Vorsicht! Diesmal hat sie aber den Crash gebaut. Zeit für die Abrechnung. Bin auf Azur abgestürzt. Brauche Verstärkung, verdammt! Los geht's. Wir können uns mal kurz anschauen, was... Oh, Liara hat nicht so viel. Die hat die Singularität und das war's dann eigentlich auch schon. Waffentechnisch? Ja, es sieht nicht so besonders aus bei Liara. Also weiß ich nicht, ob die jetzt so die riesige Bereicherung... Sie haben die Tür blockiert. Vorsicht. Sie setzen Verstärkung ab, um uns zu bremsen. Ja, ja, schön, schön. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz hier ein bisschen aufräumen. Den nimmt sich Garrosaur. Ich schnapp mir den. Ach komm schon, was? Was soll das denn? Alter, ich bin doch gerade erst aus der Deckung rausgekommen und schon sofort tot? Hat mich einer von rechts flankiert, den ich nicht gesehen habe? Könnte das sein? Ich kann mir nicht erklären, wie ich sonst so schnell so viel Schaden gefangen haben soll. Kann eigentlich sonst nicht sein. Na gut, neuer Versuch. Vorsicht! So, das nehmen wir noch kurz mit, das Medizinkit. Sie dann machen wir es halt. Dann machen wir es halt langweilig von hier hinten aus. Vorsicht, Blendgranaten. Setze Biotik ein. Ja, ich glaube, die flankieren uns hier auch. Oh, das war die falsche Taste. Nee, da kommt noch keiner. Was machst du denn, Shepard? Garrus, geh mal weg. So. Sehr präzise. Komm mal her, kleiner Salarianer. Okay, können wir jetzt vordringen vielleicht? Sieht so aus. Okay, das ist bloß Garrus. Also haben wir jetzt erstmal kein Problem mehr. Auch im dichtesten Gedränge können wir noch mal ein bisschen Kohle abgreifen. Warum nicht? So. Das wär's schon mal für den. Och was. Gut. Rechts. Muni. Was ist mit rechts? Oh, das meint ihr. Gut, da kümmern wir uns mal kurz drum. Alles klar, kein Problem. Bin dabei. Mit einem Fußschuss getötet, das ist auch ein bisschen deprimierend wahrscheinlich für ihn, aber
nicht mein Problem. Oh, ich gehe mal. Auch wenn es bloß eine Blendgranate ist, aber es muss ja nicht sein. So, ich gehe dann mal hier in Deckung. Wo ist denn jetzt der mit dem Schild? Da war doch einer. Da nicht? Ach, hier vorne. Hi. So, einmal in den Kopf geschossen. Da halten die Salarianer nicht so viel aus. Ich glaube, bei einem Kroganer braucht man ein paar Kopfschüsse mehr, bis die platt sind. Könnte aber auch einfach an der Kopfplatte liegen, die Kroganer haben. So. Fall doch einfach um. So, haben wir noch welche? Oh ja. Tatsächlich. Kommen immer noch welche. Ist ja Wahnsinn. Was ist denn los hier? Mensch, Shadow Broker, wo schleppst du denn die ganzen Leute her? Ich kann auch blind schießen, habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Ah. Also, was? Von wo kommt denn das? So, erstmal den Schild weg. Blöde Techniker. Okay. Haben wir es denn jetzt dann langsam? Meine Güte, Welle um Welle kommt hier. Wow. Ja, ich glaube, es wurde uns gerade ein Weg gebahnt. Ich hätte bloß noch ganz kurz gern ein bisschen Muni. Wir können rüberklettern, um zu Vasirs Wagen zu kommen. Ja, geht gleich los. Ich würde bloß gern noch ein bisschen Muni einsammeln. Ich sehe bloß keine, das ist das Problem. Habt ihr denn keine für mich? Ich habe nicht mehr so viel Schuss für die Mattock. Und ich muss sagen, ich mag die Mattock. Deswegen würde ich die auch gern beibehalten. Naja, besser als nichts. Los, ab geht's. Ah, hier unten kommen wir nicht. Doch, hier unten kommen wir lang. Okay. So, dann folgen wir der Dame mal. Und werden ihr mal zeigen, dass man sich auch als Spectre nicht mit Shepard anlegen sollte. Hier sieht's aus. Okay, nochmal ganz kurz hier was mitgenommen. Dachte ich mir, dass die zusammengehören? Okay, das war wieder relativ einfach hier. Für 6000, sehr schön. Geht mal bitte weg, Liara. Okay, den Gast verschonen wir natürlich. Schlüpfriges Video mit Liara reden. Was für ein Hotel ist das? Azor. Ein Luxusressort mit einer exotischen Komponente. Azor ist in einigen Gegenden von Ilium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari-Körperteil. Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Das dachte ich mir schon. Hey, wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Gut, okay. Dann machen wir uns mal nach draußen und ich glaube, hier sollte es jetzt zum Showdown kommen, oder? Eine Blutspur. Vasir wurde bei dem Crash verletzt. Das ist ja schließlich ihr Taxi. Jetzt folgen wir einfach den Spuren auf dem Boden. Wie sieht's aus? Alles, ach nee, von hier bin ich doch gekommen. Warte mal. Alles eingesaut hier ohne Ende. Geht's hier drüben noch weiter? Ach ja, tatsächlich. Hier ist der Mac, den sie platt gemacht hat. Okay, dann werden wir sie wohl hier irgendwo finden.